1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag immer eine Freithemennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir hier sprechen wollt, im Fernsehen, im Radio, dann meldet euch unter unserer Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Nadine und Nadine ist 20 Jahre alt. Morgen, Nadine. Guten Morgen, Domian. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich an aus folgendem Grund. Ich habe seit 10 Jahren eine beste Freundin. Mhm. Unsere Mütter haben sich auf der Arbeit kennengelernt und dadurch haben wir auch, sind wir auch in Kontakt gekommen. Mhm. Ja, meine beste Freundin heißt Sina und ist 19 Jahre alt. Und wie gesagt, kennen uns seit 10 Jahren und seit 2 Jahren, also habe ich gemerkt, oder vor 2 Jahren habe ich gemerkt, dass sie mehr als nur meine beste Freundin ist. Das heißt, ich habe mich in sie verliebt. Und das nicht zu wenig. Richtig. Vor 2 Jahren. Richtig. Nun sind 2 Jahre vergangen. Ist da schon was gelaufen zwischen euch beiden? Ja, gelaufen, aber ich muss dazu sagen, immer nur auf Fäden, also wenn wir gut angetrunken waren. Ach so, wenn ihr einen gezwitschert habt, ihr beiden. Richtig. Ihr beiden Süßen, dann wird geknutscht. Ja, richtig. Wird noch mehr gemacht als geknutscht? Nee, also soweit ist es dann doch noch nicht gekommen. Ja. Also wir haben auch, ist klar, wir sind beste Freundinnen, wir schlafen zusammen im Bett und so. Aber, ja, aber da wandert doch schon gern mal so die Hand über den Bauch und wohin auch noch sonst? Ach ja, ein bisschen, also kuscheln sage ich jetzt mal schon, aber nie ins Intime rein. Also jedenfalls auch nie, wenn wir irgendwie nicht angetrunken waren, wenn wir nüchtern waren, also ist nie was passiert. Also wenn ihr betrunken seid, wird geknutscht, wird geküsst, mit Zunge, volles Programm. Ja, richtig, volles Programm. Mhm. Ja, und... Ja, erzähl mal weiter. Ja, das Problem ist, also was heißt Problem? Ich bin seit 3 Jahren vergeben, also an einen Mann. Was heißt vergeben? Es läuft, du bist mit einem Mann zusammen seit 3 Jahren. Ja. Richtig, seit 3 Jahren. Ja. Ja, und wie gesagt, ich meine... Und sie? Was ist mit ihr? Wie meinst du? Ja, hat sie auch einen Freund? Nein. Aber sie hatte einen Freund und das war für mich die Hölle. Mhm. Also wirklich, da hatte sie auch keine Zeit mehr für mich und das war einfach nur schlimm. So, und das Thema ist jetzt... Ich habe totale Angst, ihr zu sagen, dass das mehr als nur Freundschaft ist. Ich habe es schon so anspielungsweise versucht, also auch bei DVD-Abend schön mit Kerzen und keine Ahnung und vielleicht ein bisschen näher kommen, aber es hat nie geklappt. So. Wie und ist das denn, wenn ihr solche Knutsch-Sessions dahinter euch hattet? Mhm. Dann am nächsten Tag, wenn man wieder nüchtern ist, wird darüber hinweg geschwiegen? Ja, da wird nie drüber gesprochen. Ach, da wird nie drüber gesprochen? Nein. Du bist aber auch ganz sicher, dass sie noch so weit bei Sinnen war, dass sie sich daran erinnert? Erinnern schon, auf jeden Fall. Erinnern schon, aber da wird drüber geschwiegen. Also das wird dann totgeschwiegen. Ich mach's mal einen Schlenker eben in deine Beziehung rein. Ja. Das ist ja nicht minder wichtig. Du bist seit 3 Jahren mit einem Mann zusammen. Wie ist denn diese Beziehung? Die Beziehung an sich ist sehr schön, wirklich, weil der Mann, der ist einfach nur gut, er hat zwar auch seine Ecken und Kanten, aber der ist ein Traum, so. Ja. Aber bist du Feuer und Flamme für ihn? Ich für ihn? Ja. Auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall. Heiß verliebt, nach wie vor, nach drei Jahren auch? Ja, auf jeden Fall. Sex auch okay? Ja, wir müssen jetzt über alles reden, sonst... Ach du, wenn mich einer erkennt. Sonst kommen wir nicht weiter. Es war super, wirklich. Es war hervorragend, sage ich jetzt mal so. Das heißt aber jetzt für mich, dass es nicht mehr so hervorragend ist im Moment. Richtig. Wie oft habt ihr Sex? Ungefähr. Also ungefähr 2-mal im Monat. 2 Monate. Wenn du jetzt unter uns beiden Betschwestern, ja, wenn du mit ihm Sex hast, denkst du mal so ein paar Sekunden an deine Freundin? Ach Domian, du bist gemein. Wir müssen doch alles rauskriegen. Erst wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, können wir... Ja, ich stelle mir schon vor, wie es mit ihr wäre. Auch während du mit deinem Freund schläfst? Während nicht direkt, aber so danach. Mhm. Also so dann, wenn wir dann nebeneinander liegen, dann denke ich, wie wäre es jetzt mit meiner Maus? So. Mhm. Und weißt du, was das Schlimmste ist, Domian? Ja. Die macht mir aber manchmal so Anspielungen. So, weißt du, wie ich meine? So, jetzt lach nicht über uns oder über mich, weil sie sagt zu mir, ich bin ihre Cola...
Wie ist meine Fanta? Und zusammen sind wir Mezzomix. So. Ja, das ist recht süß. Aber das heißt ja noch nichts. Das sind ja so Sprüche, die kann man auch unter guten Freundinnen machen. Daraus würde ich jetzt noch nicht unbedingt was interpretieren. Ich interpretiere schon viel mehr daraus, dass sie diese Knutscherei auch mitmacht. Wenn die wirklich knochentrocken hetero wäre, bekäme die Plack, wenn die mit dir knutschen würde. Sagen wir in Köln. Das heißt, die bekämen Ausschläge um Mund rum. Das nehme ich dann schon viel ernster. Lass mich nochmal zu dem Freund sagen. Das hört sich so an, als wäre das ein Typ, den du sehr magst, den du wirklich sehr schätzt, dass ein guter Typ ist. Aber dass so die Leidenschaft, die ist weg. Im Moment zumindest. Nein, so würde ich das nicht sagen. Also mögen nicht, ich liebe ihn schon, du wirklich. Liebst ihn. Mhm. Aber ich liebe meine beste Freundin genauso. Also ich liebe sie nicht als beste Freundin, sondern als richtige. Also als Partner. Ja gut, so. Aber wenn ich sage mit der Leidenschaft, die ist weg, zweimal im Monat miteinander schlafen und dann auch nicht, dass das nicht so toll ist, dann ist die Leidenschaft ja auch nicht mehr so toll. Oder? Ja gut, da hast du auch noch wieder recht. Aber ja. Schwierige Situation, in der jeder steckt, der irgendwie in zwei Leute verliebt ist. Ja, richtig. Und besonders heikel natürlich in deinem Fall, wo es deine beste Freundin ist, weil du Angst hast, unter Umständen vielleicht beide zu verlieren. Ganz genau, ganz genau. Ist mir klar. Aber weißt du, was mir auch so im Kopf rumschwirrt, so ich könnte mir auch gut vorstellen, mit beiden zusammen zu sein. Ja, das, also das nicht können, hinterm Rücken, sondern... Das können sich immer alle vorstellen, die zwei Leute lieben. Ist nur die Frage, ob die anderen sich das vorstellen können. Ja, natürlich, richtig. Aber so eine Dreierbeziehung mit meiner Freundin, mit meinem Freund, also das wird mir sehr gut passen. Das hast du gerade einen interessanten Versprecher gehabt, mit meinem besten Freund. Vielleicht könnte er irgendwann dein bester Freund werden, aber nicht mehr dein Partner. Ich sag's mal nur so in den Raum hinein. Denn die Situation wirst du in irgendeiner Weise aufbrechen müssen jetzt. Das kannst du nicht auf Dauer so irgendwie weiterlaufen lassen. Wahrscheinlich hältst du es auch gar nicht aus. Du musst anfangen, jetzt mit einer Person zu reden. Ja, aber Domian, guck mal, das ist ein kleiner Ort hier und weiß nicht, das wird dann sofort rumgetragen. Naja, also wenn du mit deiner Freundin redest, nehmen wir das mal an, dann wird das ja noch nicht rumgetratscht. Nee, das nicht. Ich erinnere daran, dass du gerade im Radio und Fernsehen sprichst. Haha, ja. Das ist öffentlicher, als wenn du mit deiner Freundin unter vier Augen sprichst. Ja. Ich würde vorschlagen, mach doch mal den. Nehmen wir mal an, du würdest mit ihr sprechen. Wir spielen das mal durch. Mhm. Und sie würde dann sagen, Mensch, Nadine, ich empfinde das genauso und habe mich nur nicht getraut. Ich bin auch total in dich verknallt. So, könntest du dir vorstellen, ganz mit ihr zusammen zu sein? Also jetzt meinst du auch öffentlich? Na, erstmal so für euch beide. Erstmal für uns beide, ja. Ja. Das ist ja das, was ich eigentlich will. Würdest du dann, auch wenn sie sagt, ich kann mir keine Dreiergeschichte vorstellen, deinen Freund verlassen für sie? Ich weiß es nicht, weil 3 Jahre sind einfach... Ich glaube aber schon. So, das ist eine Aussage. Ja. Jetzt redest du mit deiner Freundin. Oje, Domian. Ja, du redest mit deiner Freundin. Willst du vielleicht eine Rentnerin werden und das immer vor dich herschieben? Ja, nee, ist klar, aber guck mal, was ist denn, wenn die mir jetzt dann voll den Arschtritt gibt? Dann also sagt sie, pass mal auf, das muss eine Freundschaft auch aushalten. Dann sagt sie vielleicht zu dir, pass mal auf, Nadine, du bist die beste Freundin dieser Welt und ich hab dich auch lieb, wie man so einen Freund lieb haben kann, aber ich möchte mit dir keine Beziehung haben. Dann weißt du, woran du bist. Dann kann es durchaus sein, dass ihr beiden euch zusammenrauft und sagt, okay, wir nehmen das, was wir haben und hegen und pflegen unsere innige Freundschaft. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf und du aber in Feuer und Flamme immer mehr kommst und auch diese Freundschaft nicht aushältst. Das ist manchmal so. Wenn man liebt, hält man manchmal nur eine Freundschaft nicht aus. Dann wirst du deine Konsequenz ziehen müssen und auf Distanz gehen müssen zu ihr. Ja. Es gibt auch in diesem Fall, wie in so vielen so verwobenen Sachen, keinen goldenen Weg. Du musst nur eine Klärung herbeiführen. Die Klärung sieht, finde ich, so aus, dass du erstmal mit deiner Freundin sprichst. Wobei dir ja völlig klar ist, dass du ja schon darauf, dass du im Prinzip ja schon fremd gehst, deinem Freund gegenüber. Geistig. Das heißt, da musst du auch irgendwann klar eine Entscheidung für dich treffen, was ist korrekt meinem Freund gegenüber. Nee, da habe ich mir auch schon gedacht. Ja, das geht nicht. Wenn du ihn vor allen Dingen auch so hoch schätzt als tollen Typ, kann man den nicht so belügen. Nee, richtig, stimmt schon. So, deshalb das Erste, mit der Freundin reden. Sehen, was da los ist. Wahrscheinlich wird ihre Reaktion, egal wie die ausfallen wird,
ganz neuen Wind in die Geschichte bringen. Ja, aber neuen Wind kann auch negativ bedeuten. Kann auch negativ, ja, aber so ist es. Ja. Knacks in der Freundschaft ist. Und ja, aber so ist es. Dass die dann nicht mehr so wird, wie sie immer war, ne? Ja, aber so ist es. Das ist das Risiko. Es gibt da keinen risikolosen Weg. Es besteht vielleicht auch die Chance, dass ihr beiden zusammenkommt. Dann wiederum musst du den schmerzhaften Weg gehen, dich von deinem Freund zu trennen. Vielleicht willst du das aber auch ganz, ganz insgeheim. Weiß ich nicht. Mhm. Aber vielleicht wird das auch ganz neue Sachen in dir freisetzen, wenn sie sagt, Mensch, Nadine, ich bin total in dich auch verliebt. Und dann sagst du, ja, ich auch, und weißt du, und hin und her. Wer weiß, was dann los ist mit euch beiden. Mhm. So, du musst reden. Punkt aus. Ja, gut, also. Nadine. Ja. So ist es. Kannst mich ja nochmal anmailen, wenn irgendwas Dramatisches passiert ist, vielleicht reden wir dann nochmal miteinander. Ja, gut. Okay? Alles klar, das halte ich dann so fest. Ich bedanke mich bei dir. Toll, toll, toll. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, dazu kann ich mich nicht durchringen. Ja, Nadine hätte dazu auch gepasst. Dazu kann ich mich nicht durchringen, es zum Beispiel ihrer Freundin zu sagen. Zu was kann man sich eventuell nicht durchringen? Etwas zu beichten. Sich zu etwas zu bekennen. Man kann sich vielleicht nicht dazu durchringen, sich von einem Partner zu trennen. Oder man kann sich nicht durchringen zu einer sehr komplizierten und vielleicht auch gefährlichen Operation. Oder man kann sich vielleicht auch nicht durchringen, sich bei jemandem zu entschuldigen, was vielleicht lange schon irgendwie überfällig ist und man schafft es irgendwie nicht, weil der innere Schweinehund noch nicht überwunden ist und so weiter. Also das Thema morgen heißt, dazu kann ich mich nicht durchringen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt darüber, wozu ihr euch nicht durchringen könnt, dann meldet euch morgen eine Stunde schon vor der Sendung. Da sind die Leitungen geschaltet. Ab 0 Uhr oder eben mailen rund um die Uhr. Heute freie Themennacht und hier ist die Tanja. Tanja ist 17 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo Domian. Hallo Tanja. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe ein großes Problem mit meiner Mutter. Also ich sollte vielleicht zunächst mal sagen, dass ich sie damals, also ich war 13 Jahre alt, da habe ich sie gefunden, nachdem sie sich umbringen wollte mit Tabletten. Mhm. Und heute finde ich einfach überhaupt keinen Zugang mehr zu ihr. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie total desinteressiert an mir ist. Und Du wohnst bei ihr noch? Nein, ich wohne bei meinem Vater und meine Mutter wohnt alleine. Sie sind jetzt geschieden. Gibt es noch andere Kinder? Ja, ich habe zwei Schwestern. Die eine ist 37 und die andere ist 21. Ah ja, du bist die Jüngste. Ja, genau. Mhm. So, du sagst, du findest keinen Zugang zu deiner Mutter. Ja, also ich versuche immer wieder mal mit ihr zu reden, auch ganz normal. Aber dann kommt es immer wieder zu Streitigkeiten oder wenn ich sie drauf anspreche über die Vergangenheit oder ihr einfach sage, dass ich mehr von ihr als Mutter einfach erwarte. Ja. Was war das denn damals für eine Situation? Du hast sie als 13-Jährige gefunden. Erzähl das mal genauer, wie das abging. Ja, also der Freund von meiner Schwester war hier, hat kurzzeitig hier gewohnt. Also da waren wir noch alle zusammen. Mhm. Und die haben sich dann einen schönen Abend gemacht zunächst mal mit Wein und Sekt und ja, und dann sind meine Schwester und ihr Freund, die sind halt ins Bett gegangen und ich wollte meiner Mutter noch gute Nacht sagen und da lag sie halt da im Wohnzimmer auf dem Sofa. Und sie war halt, ich habe gedacht, sie ist sehr müde, die Augen und sie hat so laut Musik gehört und ja. War dir denn da, ich meine, du warst erst 13 Jahre alt, war dir klar, dass sie da Tabletten genommen hatte? Ja, also das habe ich mir schon sofort gedacht, wie sie da gelegen hat und sie hat dann auch noch ständig so gesagt, so geh ins Bett jetzt. Mhm. Und lagen denn auch so Röhrchen, Schachteln von Tabletten auf dem Tisch? Nein, also die hat man dann später im Bad gefunden. Also dir war irgendwie intuitiv klar, hier ist was Schlimmes im Gange? Ja, vor allem, weil vorher wurde auch noch gesprochen über ihre Probleme und sie sagte auch öfter, sie hat es quasi angekündigt, ja, sie sagte schon immer so, ja, ich komme nicht mehr klar mit meinem Leben, mir macht das alles so zu schaffen und Du hast dann die anderen geweckt oder was hast du gemacht? Ja, also ich bin dann, meinen Vater habe ich zunächst nicht geweckt, der war schon länger im Bett, ich bin dann nochmal zu meiner Schwester hin und habe gesagt, das stimmt was nicht, guck doch nochmal und ja, dann haben wir halt den Notarzt gerufen und Erst als der da war, haben wir auch dann den Vater geweckt, weil er hat sich wirklich sehr aufgeregt. Sie ist
dann leicht gerettet worden oder war es kompliziert im Krankenhaus? Also es war ziemlich schwierig. Sie wurde in ein künstliches Koma versetzt und es hat auch tagelang gedauert, bis sie wieder zu sich kam. Also sie war dann erstmal in diesem Koma halt auf der Intensivstation eine Woche lang. Ja. Wie war dein Verhältnis vor diesem Zwischenfall zu deiner Mutter? Ich sag mal, gespielt gut, weil es gab schon immer Probleme, auch in der Kindheit jetzt. Also unsere Mutter war, wie soll ich sagen, nicht gerade sehr nett im Umgang mit uns und hatte schon immer Probleme mit sich selbst. Also so wirklich innig und herzlich und reibungslos ist es nicht gelaufen? Nein, auf keinen Fall, noch nie eigentlich. Nachdem sie dann aus dem Koma erwachte und ihr alles so klar war, hat sie sich dann bei dir bedankt? Ich meine, du hast ihr ja quasi das Leben gerettet. Nein, also gar nicht zunächst mal. Und später kam es dann sogar noch zu Vorwürfen, auch heute noch teilweise. Wieso hast du mich nicht einfach liegen lassen, heißt, oder wegen dir muss ich das alles jetzt noch ertragen? Und Ist sie denn da nah? Also wie lange wohnst du jetzt schon getrennt von ihr? Also, als das passiert ist, 4 Jahre jetzt. Ach so, von damals an schon? Ja, sie kam dann in die Klinik und hat sich scheiden lassen und direkt danach eigene Wohnung halt. So. Bist du denn dann öfter sie besuchen gegangen? Ja, also anfangs schon. Und jetzt ist es nach wie vor so, um darauf zurückzukommen, dass da eine Barriere ist und sie will nicht richtig und sie ist unfreundlich zu dir und du kommst nicht an sie ran. Ja, das ist also jetzt, es wird auch immer schlimmer, seit sie hat jetzt einen neuen Freund und sie hat nur noch mit ihm zu tun, sag ich mal, und es kommen keine Anrufe und wenn ich anrufe, dann kommen Vorwürfe oder es sind nur ganz kurze Gespräche. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den anderen Geschwistern und ihr? Also mit meiner ältesten Schwester, das ist schon lange auf Eis, da gab es schon sehr viele Probleme in der Kindheit und meine andere Schwester, die kommt noch relativ gut mit meiner Mutter klar, muss ich sagen. Was sagt die denn zu der Situation zwischen dir und deiner Mutter? Ja, also sie lässt sich da gar nicht so drauf ein, sag ich mal. Sie macht halt da ihr Ding und sie möchte Kontakt zur Mutter und da klappt es auch mischt irgendwie. Mischt sich auch da nicht so rein zwischen dir und ihr, was da läuft. Ja, das ist eine Lage, Tanja. Ist sie denn in psychologischer, psychiatrischer Behandlung? Ja. Nach wie vor? Das wird sie auch noch... Ich habe fast die Vermutung, dass du da gar nichts machen kannst. Außer du signalisierst ihr ja offensichtlich immer wieder, dass du gerne Kontakt mit ihr haben möchtest. Und es ist ja immerhin deine Mutter, egal was da vielleicht auch an Sachen in der Vergangenheit vorgefallen sind. Aber man kann niemanden zwingen zu einem Kontakt. Und wenn die eigene Mutter den Kontakt unterbindet oder nicht interessiert ist an dem Kontakt zur eigenen Tochter, ist das sehr schlimm und sehr traurig. Aber da wirst du nicht viel machen können. Ich möchte sie auch nicht einfach abschreiben jetzt, weil ich hätte halt eben gerne eine Mutter, die von mir aus auch krank ist, der ich irgendwie helfen kann. Aber das weiß sie, ne? Dass du das so siehst. Ja. Das hast du ihr auch so gesagt schon? Ja, natürlich, aber... Es wird immer nur abgeblockt, sie fängt auch sehr oft dann an zu heulen und erzählt dann immer sofort von sich, wie schrecklich das doch alles für sie ist und Vielleicht wäre es ganz, ganz schlau, Tanja, wenn du das hinbekämst, wenn du sie einfach mal ein bisschen in Ruhe lässt. Du musst sie ja nicht abschreiben, wenn du erstmal so für dich sagst, ich gehe mal auf eine Distanz. Ja. Ich melde mich mal erstmal lange nicht. Nach dem Motto, lass sie mal kommen. Sie soll mal von sich aus was machen. Ja. Vielleicht hoffen wir mal gemeinsam, dass sie ein bisschen zur Besinnung kommt und sich dann auch wieder auf dich konzentriert und dass du ihr wieder in den Kopf kommst. Mhm. Es könnte sein, dass wenn so innig und gut gemeint das von dir ist, dass das sie aber immer zuer macht, weil sie es im Moment nicht will. Ich würde es so machen, obwohl du es wahrscheinlich schweren Herzens nur kannst. Aber ja, ich habe dann natürlich Angst, dass der Kontakt ganz abbricht, aber... Es liegt ja an dir, du kannst ihn ja zu jeder Zeit wieder aufnehmen. Ja. Aber mach erstmal gar nichts. Ja, okay, Ist ein vielleicht nicht befriedigender Ratschlag, aber ich glaube, dass das in dem Fall das Richtige ist. Ja, vielleicht sieht sie dann auch... dass es mich auch noch gibt. Vielleicht. Vielleicht.
Es ist so viel unternommen worden und ihr ist die Situation klar, was du möchtest, und sie reagiert aber nicht darauf. Sie reagiert nur negativ. Ja. Also können wir mal den Versuch unternehmen, lass es mal einfach alles laufen. Und dann kannst du irgendwann dennoch wieder nochmal einen Versuch unternehmen. Ja. Ja? Okay. Meine Liebe, Tanja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal auf unsere, das heißt nicht unsere, auf die tolle Fan-Seite aufmerksam machen, nämlich Nachtlager, www.nachtlager.de, alles über und um die Sendung Domian. Wenn ihr da mal reingucken wollt, dann klickt mal rein, www.nachtlager.de. Stefan, 26 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Morgen, Stefan. Um was geht's? Ja, es geht, wie soll man sagen, also es geht darum, Heim, Drückerkolonne und illegale Showkämpfe im Rotlichtmilieu. Illegale was? Illegale Showkämpfe. Showkämpfe? Ja. Wer kämpft da gegen wen? Wie soll man das sagen? Es ist so aufgestaffelt, dass es Ställe gibt, so nennt man das. Ja. Das heißt jetzt, sag ich mal, der Zuhälter hat den und den Stall, wo halt Boxer, Straßenkämpfer etc. pp. Türsteher drin sind. Mhm. Und die kämpfen halt gegeneinander, und die Zuhälter bzw. halt Senatoren und, die wetten halt, weil sie halt zu irgendwelchen Stellen dazugehören bzw. halt Sponsoring machen. Ist das illegal alles? Alles illegal. Alles illegal. Was hast du damit zu tun, mit all diesen Sachen? Ich habe Gott sei Dank jetzt seit 6 Jahren nichts mehr damit zu tun. Ich hatte aber dafür 8 Jahre damit zu tun. 8 Jahre? 8 Jahre, ja. Wie alt warst du, als du da reingeraten bist? Ich war gerade 16. Ja. Und das heißt, du bist jetzt. Ich bin halt damals im Heim groß geworden, bin ausgebüxt aus dem Heim, kam in eine Drückerkolonne, bin von da abgehauen und hatte nichts und hatte nur meine Jogginghose an und mein Pullover und bin in Hamburg auf der Reeperbahn gelandet. Ja. Im Winter. Ja. Ja, und hab halt gebettelt, und so kam ich dann halt an die falschen, in Anführungsstrichen, Leute. Was genau hast du dann da all die Jahre gemacht? Ich habe hauptsächlich als Türsteher gearbeitet, in verschiedenen Clubs, habe halt für teilweise manche Zuhälter Schutzgeld eingetrieben. Das heißt, du, Gewalt ist für dich kein Fremdwort? War. War. Gut, okay, ich muss dazu sagen, bei mir ist immer das Problem, wenn manche Leute halt blöd angemacht werden, dann überlegen sie noch dreimal, ob sie zuhauen. Bei mir ist halt immer das Problem, dass ich halt das anders nicht gewohnt bin, weil bei mir hat halt damals die Gewalt die Überhand gehabt. Gut, okay, ich haue keine Frauen, um Gottes Willen, keine Kinder, keine Tiere. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Typ mich jetzt in der Gaststätte anmachen würde, würde ich erstmal sagen, trink ein, und wenn er dann halt weitermachen würde, würde ich halt ohne Skrupel zuschlagen. Wie oft hast du schon zugeschlagen in deinem Leben? Kann ich nicht mehr zählen. Mit üblen Folgen? Ja, ich saß schon im Knast. Hast du einen Menschen umgebracht? Nein. Wie schwer hast du schon einen Menschen verletzt? Wie schwer? Ja. Also 2 Leute sitzen im Rollstuhl, leider Gottes. Aber eine davon in den Kämpfen, wo man halt dazu gezwungen worden ist, wo man halt keine Chance hatte, wo man auch nicht rauskam, auch wenn man wollte. Das heißt also, ein Zuhälter oder wer auch immer hat dich dann quasi in diesen Kampf hineingestellt, und du musstest mit irgendjemand anderem kämpfen und mit harten Bandagen. Richtig. Mhm. Du hast gesagt, du saßt im Knast. Weswegen und wie lange? Wegen versuchten Totschlags 4,5 Jahre. Das auch noch? Du bist erst 26, stimmt das? Ja. Wie lange bist du jetzt genau aus diesem Milieu raus? Ich bin jetzt seit 4 Jahren raus. Aber das kommt da alles nicht hin. Du hast gesagt, mit 16 angefangen, 8 Jahre drin, das passt ja alles nicht. Doch, passt. Ich kam auf 2/3 raus, ich hätte 7,5 Jahre gehabt. Ich habe insgesamt 2,3 Jahre drin gesessen, im Jugendknast. Ja. Ich kam dann raus, weil es halt hieß, okay, weil ich halt diese gewisse, ich sag jetzt mal, Vergangenheit habe. Ja. Nee, dann haben wir es am Anfang falsch verstanden. Ich dachte, du wärst 8 Jahre in dem gesamten Milieu gewesen. Nein. So, wie bist du da wieder rausgekommen? Ich habe eine Freundin kennengelernt. Ich bin damals halt,
Ja, ich wollte nicht mehr, weil es einfach nicht mein, in meiner Natur einfach nicht liegt, Leute auf die Fresse zu hauen, auf Hochdeutsch gesagt, und Leuten Unrecht zu tun und halt ja quasi mit dem Kapital des anderen Geld zu machen, liegt mir einfach nicht, weil ich will einfach meine Ruhe haben, das wollte ich schon immer, bin halt da leider Gottes reingerutscht, bin halt abgehauen mit Sack und Pack, ich hatte also nichts, kein Personalausweis, kein gar nichts, kam dann nach Köln und habe meine jetzige Lebenspartnerin gefunden. Ja. Und die hatte halt auch eine scheiß Vergangenheit, sagen wir es so. Ja. Und wir haben uns quasi aus der Scheiße rausgezogen. Gegenseitig. Gegenseitig. Mhm. Wir sind jetzt innerhalb von 4 Jahren 8-mal umgezogen. Ja. Ich lebe also auch unter einem falschen Namen. Ja. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt mich unter meinem bürgerlichen Namen anmelden würde, dass kurze Zeit später gewisse Leute vor der Tür stehen würden. Weil die einen Hals auf dich haben? Nein, ich habe keinen verpfiffen. Warum würden die dich jetzt dann immer noch verfolgen wollen? Natürlich. Warum? Weil ich so viel weiß. Weil ich zu viel weiß für Leute, die, sage ich jetzt mal, nur in Anführungsstrichen diese Kämpfe gemacht haben. Und die haben Angst, dass du auspacken würdest. Richtig. Ich bin auf Fotos beim Landeskriminalamt, weil wir damals, da war das relativ extrem mit der PKK. Deswegen bin ich halt ausgestiegen, weil es mir dann wirklich zu heiß wurde. Du warst aktiv auch in der PKK, oder was? Nein, ich nicht. Ich nicht. Ich war gegen die PKK, beziehungsweise die PKK war gegen mich. Ich wollte mich da raushalten und bin da quasi in so einen Topf reingeschmissen worden. Ach so, verstehe. So, wie sieht jetzt deine bürgerliche Existenz aus? Ohne zu viel zu verraten, du möchtest ja nicht erkannt werden. Hast du einen normalen Job? Oder? Einen ganz normalen Job. Ich verdiene mein ganz normales Geld. Es weiß keiner, noch nicht mal meine eigene Mutter, alleine aus Schutz von meiner Vergangenheit. Ja. Meine Freundin, die sitzt auch gerade nicht hier, Gott sei Dank, die liegt schon im Bett, weil sie morgen arbeiten muss. Ich möchte alle raushalten. Das ist halt das ist mein schwarzes Geheimnis. Und das ist halt auch das Problem. Und ich habe schon mehrere Male versucht, bei dir anzurufen. Ja. Weil ich da einfach mal mit jemandem ganz neutralen, den ich nicht kenne, persönlich, also aber drüber sprechen möchte. Als einzigen Ansprechpartner hast du in all diesen Jahren jetzt deine Freundin gehabt? Nein, die weiß einiges. Ach, die weiß gar nicht alles? Nein, um Gottes Willen. Das möchte ich auch gar nicht. Fragt sie nicht? Doch, aber ich sag mal so, ich versuche geschickt diesen Fragen zu entweichen. Das heißt, sie wittert das vielleicht auch schon und sie lässt sich dann auch in Ruhe? Nee, die weiß zum Beispiel, sie lässt mich zum Beispiel nicht alleine raus. Also jetzt nicht, dass sie mich jetzt unter dem Kartoffel hält, aber sie weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehe und Alkohol trinke und da kommt mir jetzt irgendjemand entgegen, sie hält also versucht alles von mir fernzuhalten, weil sie schon das mittlerweile mitbekommen hat, dass ich also nicht lange fackel. Das heißt, da ist immer noch ein ungebändigtes wildes Tier in dir? Nein, ja, da muss ich dazu sagen, es gibt diese zwei Seiten in mir. Ich kann der Liebste und Frommste und ich kann eigentlich keiner Fliege in Wirklichkeit... Ist mir schon klar, aber es gibt eine Reizschwelle, die relativ schnell da ist, wo du dann durchdrehst. Ja. Ist natürlich heftig und schlimm. Ja. Wenn du sagst, da sitzen zwei Leute schon wegen dir im Rollstuhl, egal wie die Zusammenhänge waren, das belastet einen ja schon, oder? Auf jeden Fall, vor allem das ist auch das Problem. Ich sage jetzt nicht, dass ich Alkoholiker bin, das sagt jeder Alkoholiker von sich, aber ich trinke schon jeden Abend, sag ich mal, mehr als manche anderen, weil ich es irgendwie in meinem Unterbewusstsein nicht verdauen kann. Verstehe. Da ist so viel aufgestaut und es gibt keinen Gesprächspartner und du versuchst das mit dir selbst auszumachen, was natürlich irgendwie nicht funktioniert, bei der Fülle der Dinge, die du in der Vergangenheit erlebt hast. Richtig. Ja. Was spricht dagegen, wenn du deine Freundin doch mehr einweihen würdest? Dazu muss man dazu sagen, von ihrer Vergangenheit, weil sie halt auch viel Scheiß erlebt hat mit gerade Männern. Und ich ihr halt genau das, weil man hört viel halt über dieses sogenannte Rotlichtmilieu. Ja. Aber die Leute, die da viel drüber erzählen, die wissen da gar nicht so viel drüber. Das heißt, du willst sie nicht verschrecken? Richtig, ich
möchte ihr nicht jetzt die Gelegenheit geben, von mir wegzulaufen. So, nun ist aber, finde ich, ein Warnsignal, unter anderem, was du mir jetzt gerade erzählt hast mit dem Alkohol. Das kann natürlich. Ich weiß es. Ja, das kann ja eskalieren, das kann ja weitergehen. Aber ich würde niemals eine Frau schlagen. Das mag ja sein, aber es kann ja sein, dass du in irgendeiner Situation doch wieder ausrastest und nochmal einen anderen Menschen so zusammenschlägst, dass du wieder im Knast landest, dass du diese Frau verlierst und dass alles wieder von vorne geht. Los geht's. Ja, würde ich kaputt gehen. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Das ist ein großes Problem. Wir haben hier eine extrem begrenzte Redezeit. Wir haben jetzt mal ein paar Worte geredet. Aber das kann es ja nicht gewesen sein. Du brauchtest einen absolut verschwiegenen, neutralen Ansprechpartner, mit dem du das alles mal durchkauen könntest. Das Problem ist, weil ich war schon in vielen Therapien. alleine jetzt wegen meiner, gut, okay, dazu muss ich dazu sagen, damals durch die Heimgeschichte und. Und ich bin halt davon ein bisschen abgeschreckt, beziehungsweise die meisten Therapeuten haben zu mir gesagt, ich therapeute sie eher, weil ich sie halt schnell durch sogenanntes Raster laufen lasse. Ich habe also durch meine Vergangenheit ein relativ gutes Menschenkenntnis. Ja, mir ist das völlig klar, dass du da nicht irgend so ein Weichei sitzen haben richtig, darfst. Richtig. Da muss jemand sitzen, den du respektierst. Nee, ich respektiere jeden. Ja, aber der dir auch die Meinung sagen kann und der dir auch eine Leitlinie geben kann. Ja, der einfach neutral drauf zugeht, der jetzt ohne Vorurteile, der irgendwie einfach nur ganz normal mit mir redet. Der jetzt nicht unbedingt jetzt auf diesen und diesen Punkt, sagen wir mal Alkohol, sagen wir mal Vergangenheit, da einfach ganz normal mit mir redet. Aber so einen Psychologen findest du halt leider Gottes selten. Selten? Ja. Selten, aber so einen brauchst du. Ja, aber hast du einen? Ich kann keinen aus dem Hut zaubern. Siehst du? Wir können, ja. Aber da haben wir wieder das Problem. Da haben wir das Problem, aber die Alternative ist, nicht alles so laufen zu lassen, sondern die Alternative ist zu suchen. Und wir sind hier gar nicht... Um Gottes Willen, ich lasse nicht alles so laufen, wie es ist, weil ich möchte schon mein Leben verändern. Ich möchte heiraten und Kinder kriegen und. Ist mir klar, aber es lauern Gefahren, da gibst du mir recht. Ja, natürlich, sicher. So. Jetzt das Einzige, was ich dir anbieten kann, wirklich das Einzige, Stefan, dass wir jetzt im Hintergrund mal ein bisschen versuchen und nachdenken und versuchen, dir zu helfen, dir einen guten Menschen zu vermitteln. Das wird sehr schwer sein und ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es ist immerhin ein neuer Anlauf und das werden wir jetzt mal tun. Wenn das in diesem Rahmen noch nicht klappt, musst du weitersuchen. Das ist deine einzige Chance, dass du weiter Land gewinnst, wenn du einen ordentlichen Typ an deiner Seite hast, mit dem du wirklich reden kannst. Ja, aber das ist es ja. Die Leute, die lernen mich halt als den Lockeren kennen, nach vorne hin. Ja. Aber diese Leute, die mich intensiv kennen, die wissen, aha, so guckt der, okay, jetzt halte ich mir besser auf Vorsicht gesagt die Klappe, obwohl ich, wenn ich jemanden in mein Herz geschlossen habe, niemals Gewalt gegen anwenden könnte. Ist mir völlig klar. Wenn du einen professionellen, guten Typ hast, dann hält der auch nicht die Klappe. Dann wird er schon mit dir umzugehen wissen. Jetzt machen wir das so, jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich jetzt an. Ja. Und dann redet ihr erstmal weiter und versucht mal gemeinsam was rauszutüfteln. Vielleicht können wir dir helfen. Alles klar. Stefan, alles Gute von Herzen. Ja, ich finde gute Sendung, die du machst, ne? Dankeschön, schönen Gruß an deine Freundin. Mach ich, alles klar. Tschüss. Ciao. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt, dazu kann ich mich nicht durchringen. Ich möchte gerne mit euch über Situationen reden, in denen ihr vielleicht im Moment steckt, wo ihr sagt, ich kann es irgendwie nicht. Ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann nicht beichten, mich zu irgendetwas bekennen. Ich kann mich nicht von meinem Partner trennen. Ich kann mich dazu nicht durchringen. Oder vielleicht auch zu einer komplizierten Therapie ins Krankenhaus zu begeben, weil ich Angst habe vor den Folgen. Dazu kann ich mich nicht durchringen. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch doch jetzt schon über Mail oder morgen ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Die Sendung beginnt morgen natürlich wie immer um 1 Uhr. Hier ist Hannelore und Hannelore ist 49. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Hannelore. Dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich das Thema von gestern. Ja. Und zwar geht es dabei um die zweite Hochzeit von meinem Vater. Also gestern hatten wir dieses Familienfest, vergesse ich nie. Ja, genau. Die zweite Hochzeit von deinem Vater? Ja. Ja? Wie alt warst du da? Bitte? Wie alt warst du damals? Wie alt war ich damals? So ungefähr. Mitte 30. Mitte 30. Ja. Ja.
Und zwar muss ich da noch etwas weiter ausholen. Meine Mutter ist 1977 an Krebs gestorben mit 45. Mein Vater war damals 48. Mhm. Ich habe noch eine kleine Schwester gehabt, die war damals 6. Oder ich habe die auch noch, ist jetzt etwas älter. Mhm. Und 1981 hat er eine neue Frau kennengelernt. Mhm. Die war geschieden, hatte 2 Kinder. Mhm. Und die beiden waren also ja so 10 Jahre zusammen, haben immer mal wieder davon geredet, dass sie heiraten möchten, aber haben es dann immer wieder, also haben keinen festen Termin gemacht. Und wir heiraten aber so immer so ein bisschen in die Zukunft gelegt. Ja. So, 1991 wurde bei meinem Vater Hautkrebs festgestellt. Mhm. Und da wurde er operiert. Und das erste Mal ist das Melanom entfernt worden und bei der zweiten Operation kam eine Hautverpflanzung dazu. Mhm. Mhm. Und er war eigentlich immer wieder relativ schnell fit, aber er war ein Mensch, mit dem man über Krankheiten oder über irgendwelche Schwierigkeiten überhaupt nicht reden konnte. Ja. Und mir kam die ganze Sache ein bisschen merkwürdig vor. Und da habe ich also eine Unterredung mit dem Stationsarzt gehabt und habe ihn dann gefragt, wie denn die Krankheit von meinem Vater wirklich aussieht. Zu der Zeit war er noch nicht das zweite Mal verheiratet? Nein. Mhm. Was hat der Stationsarzt gesagt? Ja, das war damals im November 91, sagte er zu mir, der Mann hat noch 3 Monate zu leben. Oh. Ja. Und zwar war dieser Hautkrebs, wir haben ihn immer wieder darauf hingewiesen, das stimmt was nicht, er ist nicht gegangen. Und als er gegangen war, hatte der schon gestreut. Mhm. Und er hatte Metastasen an der Lunge. Mhm. Die waren irreparabel. Also da war nichts mehr zu machen. Und natürlich wusste das niemand in der Familie. Mhm. Ich habe dann seine neue Frau oder seine Freundin damals zu mir gerufen, auch meine Schwester. Ja. Und habe beim Familienrat abgehalten und habe denen das erzählt. Ja. So, und mittlerweile war es dann Dezember und langsam habe ich gemerkt, dass der Zustand von meinem Vater sich verschlechtert hat. Und da sagt er zu mir, übrigens, ich heirate im Mai. Mhm. Und da denke ich, oh. Das ist zu spät. Ja, was der Arzt zu mir gesagt hat, ist es zu spät. Zwischenfrage, warum hast du deinem Vater nicht die Wahrheit gesagt? Weil er abgeblockt hat, beziehungsweise also, es hat niemand, also der Arzt, der Stationsarzt, mit dem ich gesprochen habe, den habe ich gefragt, weiß er das denn? Ja. Weil er hat jedem erzählt, ich bin gesund, ich werde gesund wieder. Also er wollte es gar nicht wissen. Nein. Er hat abgeblockt. Genau, der Stationsarzt hat gesagt, wir haben es probiert. Ja, es gibt Menschen, die es nicht wissen möchten. Ja. So, jetzt hat er gesagt, ich will im Mai heiraten. Euch war klar, im Mai wird er wahrscheinlich nicht mehr leben. Genau. Was habt ihr gemacht? Ich habe dann nur gedacht, oh, wie soll das werden? Und ich habe nichts dazu gesagt. Mhm. Und ich habe dann später noch erfahren, dass er das seinen Ärzten erzählt hat, er musste immer wieder ins Krankenhaus. Mhm. Und da haben die Ärzte auch nochmal mit seiner Frau gesprochen oder damals Freundin gesprochen, ob das denn so die Pläne sind. Mhm. Und da sagt sie, ja, das stimmt. Da haben die Ärzte dann gemeint, also das geht nicht. Also entweder gleich oder es ist zu spät. Ist dann gleich geheiratet worden? Ja, und genau da wollte ich drüber berichten. Ja. Sie hat es bejaht, hat gesagt, ja, wir wollen heiraten. Und da hat der Stationsarzt mit ihr gesprochen, sagt, okay, dann nehmen wir das in die Hand. Mhm. So, und da lag er im Krankenhaus? Ja, da lag er. Da lag er im Krankenhaus. Und der Stationsarzt hat gesagt, wir nehmen das mit der Hochzeit jetzt in die Hand. Ja. Und dann ist die Hochzeit im Krankenhaus abgelaufen? Genau. Ach. Und zwar normalerweise ist es ja so, dass ein Ehepaar, was vorhat zu heiraten, geht an Standesamt und lässt sich einen Termin geben. Mhm. Da war es aber ganz anders. Und zwar haben die Ärzte das mit dem Standesamt abgesprochen. Mhm. Und da kam ein Standesbeamter in die Klinik? Genau. Ah ja. Da kam die Standesbeamtin mittags in die Klinik, ins Stationszimmer, also in das Zimmer vom Stationsarzt. Mhm. Das war dann ganz schön geschmückt. Mhm. Und meine Schwester hatte Schnittchen bestellt. Mhm. Das Krankenhaus hatte Sekt und O-Saft kalt bestellt. Mhm. Wir hatten Blümchen da.
Und da wurde da die Trauung im Stationsarztzimmer abgehalten. Aber ist er denn da nicht skeptisch geworden? Wir haben da nicht drüber gesprochen, aber ich denke, er hat schon so eine Situation. Aber dann. Bestimmt. Aber Im Januar. Im Januar. Er hat nicht weiter gefragt, ja, was soll das denn jetzt? Lass uns doch noch warten. Nein, gar nicht. Das heißt, er hat wahrscheinlich auch schon gewusst, was mit ihm los ist und hat das zu deuten gewusst. Ja. Ja. Es gab also die Hochzeit deines Papas im Krankenhaus, in einem Stationszimmer. Ja. Wie lange hat er denn dann noch gelebt danach? Das war gewesen am 13. Januar 92, muss ich dazu sagen, und gestorben ist er am 11. Februar. Schon am 11. Februar? Ja. Da war die Prognose, die Ärzte stimmte. Für euch als Angehörige ist das doch sicher ein sehr schönes Gefühl der Genugtuung gewesen, dass ihr das noch so habt arrangieren können. Ja, das war so, also das war so lieb gemacht. Auch die Ärzte haben da mitgespielt. Und er konnte ja, die Standesbeamtin ist also deswegen ins Krankenhaus gekommen, weil er ja das Krankenhaus gar nicht verlassen konnte. Mhm. Er musste ständig an Sauerstoff angeschlossen sein. Konnte er denn dann überhaupt da stehen? Wir haben gesessen. Er hat gesessen. Ja. Und während der Zeit musste er auch Sauerstoff haben? Ja, er hat das Sauerstoffgerät dabei gehabt, ja. Bei aller rührenden Anmutung dieser Szene, warst du auch traurig? Ja, beides. Es war auf der einen Seite rührend, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite wusste man, es war auch irgendwo ein Stück Abschied. Ja, weil mitten in diesem freudigen Ereignis gab es noch einen Gast, nämlich den Tod, genau, der dabei saß. Ja. Und mein Vater konnte auch gar nicht mehr, also er hatte damals schon einen sehr, sehr schlechten Allgemeinzustand. Mhm. Also nicht nur von der Luft her, die er nicht mehr bekommen hat, ja, so hat ständig Sauerstoff gebraucht, aber auch so, es ging also rapide bergab damals. Und und wir hatten dann, wie gesagt, sogar Schnittchen und Sex im Anstoßen. Ihr habt ihm wirklich da, glaube ich, das schönste Abschiedsgeschenk gemacht, was man machen kann. Ja. Natürlich für seine Partnerin auch unglaublich traurig. Ja, ne? Ja. Und ich fand, weil wir konnten ja anschließend ja auch nicht essen gehen oder so, ging ja gar nicht mit ihm, ja. Und da haben wir das alles dort in dem Stationszimmer gemacht. Und ja, das war schon. Und was ihn halt besonders gefreut hat, das muss ich jetzt halt so meiner Schande gestehen, ich habe mich bis zur damaligen Zeit nicht mit seiner zweiten Frau verstanden. Mhm. Also nicht von ihrer Seite her, sondern es war eher von meiner Seite her. Und da habt ihr euch versöhnt. Da haben wir uns versöhnt und das hält auch bis heute an. Ja, fantastisch. Was konntet ihr ihm Größeres geben? Ja, und das war also wirklich nochmal so ein Abschied. Ja, und als er dann gestorben ist, damals am 11. Februar war ich auf der Arbeit, meine Schwester hat angerufen und sagt, der Papa will dich nochmal sehen. Und da habe ich halt auf der Arbeit alles stehen und liegen gelassen, bin sofort ins Krankenhaus gefahren und da war er schon im Koma und da war ich dann bei ihm im Zimmer auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also jeder hielt eine Hand, war die Frau von ihm, meine Schwester draußen im Flur, die konnte also da gar nicht rein, das hat sie nicht ganz gepackt und da haben wir dann halt, waren wir dann da, bis er gestorben ist. Aber ich denke, das war ich ihm schuldig, weil ich hatte einen ganz tollen Papa gehabt. Und ihr habt es toll gemacht und das ist ein Familienfest, das du wirklich auch dein Leben lang nicht vergessen wirst. Nein, deswegen habe ich auch mal gedacht, ich rufe zu dem Thema an, weil es ist jetzt schon sehr ungewöhnlich, dass eine Hochzeit im Krankenhaus ist. Ja, sehr ungewöhnlich, Ich freue mich, dass du durchgekommen bist und das hast erzählen können, Hannelore. Ich danke dir herzlich und wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Wiederhören. Okay. Tschüss. Michael ist hier, Michael ist 15, guten Morgen. Hallo Michael. Hallo du mir. Hey, weswegen rufst du mich an? Also ich rufe an, weil mein Vater mich unsätzlich berührt. Dein Vater? Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht? Ja, also meine Eltern wohnen nicht mehr zusammen seit 4 Jahren, sind geschieden. Und mein Vater hat das Sorgerecht für mich bekommen. Ja, das heißt, du lebst bei deinem Vater? Richtig. Warum hat er das Sorgerecht bekommen? Weißt du das? Also ich habe auch zu den Leuten, also ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe auch zu den Leuten gesagt, dass ich mehr zu meinem Papa hin möchte. Mhm. Wie lange lebst du ja schon mit ihm alleine? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Und er berührt dich nachts unsittlich. Ja. Was macht er? Also es fing eigentlich so an, ich habe mit 14 Jahren angefangen, Drogen zu konsumieren, Haschisch, also Marihuana. Mhm. Und dann mein Vater ist Alkoholiker und so und Halt, Moment, du musst wissen, deutlich reden, sonst verstehe ich dich nicht. Du sagst, dein Vater ist Alkoholiker. Richtig. Ja? Also,
Da hat mein Vater mir meinen Schlüssel halt weggenommen von meiner Zimmertür, damit ich nicht mehr abschließen kann, weil er dachte, sonst hätte ich es zu Hause auch mache, Marihuana konsumieren. Mhm. So, und da fing das halt an, dass er nachts in mein Zimmer reinkam und ja, er hatte nichts gesagt oder so, konnte ich dann und dann zieht einfach die Decke weg und dann geht er mir in die Hose rein und so. Also, Michael, ich muss dich nochmal bitten, noch versuchen, ein bisschen langsamer zu reden. Irgendwie ist die Leitung auch super schlecht. Der kommt da nachts in dein Zimmer rein, während du schläfst, Richtig, so 2, 3, so. Und packt dir dann in die Hose? Richtig. Dann wirst du wach? Ja. Und dann, was machst du dann? Ja, also ich versuche ihn schon ein bisschen abzublocken, so. Der lässt nicht locker, so. Also ich kann wirklich nichts machen. Ist er dann besoffen? Ja. Mhm. Hast du ihn darauf schon mal angesprochen, wenn er nüchtern ist? Also ich sehe ihn eigentlich nie nüchtern, weil nur wenn er schläft, ist er nüchtern. Also sonst, der trinkt von morgens bis abends. Ja. Meine Frage war, der ist nie nüchtern. Ja. Ich kann dich extrem schwer verstehen, deswegen entschuldige, wenn ich mal so nachfrage. Wie oft ist das schon passiert? 15, noch mehrmals. Also wir machen mal Folgendes, Michael, das funktioniert nicht so. Du legst mir bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an und versuchen eine bessere Leitung hinzukriegen, weil wir so gar nicht reden können. Ich frage ständig. Es liegt vielleicht auch am Handy, aber dennoch, wir versuchen es mal. Also leg es auf jeden Fall auf, nicht, dass du besetzt bist und wir versuchen es gleich wieder, okay? Okay, ich bedanke mich. Okay. So, Frage an meine Regie. Mit wem machen wir weiter? Mit Birgin. Stimmt das? Nee, Birgin. Birgin. Ist auch egal. 16 Jahre alt. Ja. Grüß dich. Hi. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um das Thema Religion, Familienkultur und Homosexualität. Aha. Also ich bin schwul, ich bin muslimisch erzogen worden, hab mich irgendwie nie richtig dran gehalten und alles. Woher kommen die Eltern? Aus welchem Land? Türkei. Türkei. Mhm. Also ich bin auch selber Türke, ganz Türke. Bin hier aufgewachsen, bin hier geboren worden. Deswegen konnte ich mich auch nie irgendwie so an Türkei festhalten. Ja. Lebst du in einer sehr, sehr strengen, konservativen Familie? Eine traditionellen Familie? Nee, eigentlich nicht so. Eher die Kultur ist sehr extrem. Also, ja. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 2 Brüder und ein Halbbruder jetzt. Sind die Brüder älter als du? Nee, jünger. Jünger, mhm. Alle jünger, also. So, jetzt bist du schwul. Du sagst das, du bist dir sicher, dass du schwul bist? Ja, ich bin auf jeden Fall. Wer weiß davon? Jeder eigentlich. Auch die Familie? Die Familie, ja. Ja. Wie hat die Familie reagiert? Die haben mich rausgeschmissen. Also meine Mutter hat mich rausgeschmissen. Ah ja. Aber wie mutig von dir, dass du das in der Familie gesagt hast, mit gerade mal 16 Jahren. Das ist eigentlich in einem Streit passiert. Also mutig war es nicht, weil ich fand es jetzt nicht so mutig. Wie? Wann war der Streit? Vor 3 Wochen circa. Ja. Und wo lebst du jetzt? Bei meiner Tante. Und wie ist der Streit eskaliert? Oder wie kam das dazu? Ich weiß nicht. Es hat, glaube ich, mit meinem Bruder angefangen, dass ich mich mit dem gestritten hatte. Mhm. Und ist dann bis zu meiner Mutter rübergegangen, weil ich mich dann mit ihr gestritten hatte. Über irgendwas Belangloses? Ja, ja. Genau. Und Mücke ein Elefant geworden eben. Ja. Ne? Wie sonst auch immer, weil ich auch mit meiner Mutter nicht klarkomme. Aber wie kommt es dann zu dem Thema? Weil sie mich drauf angesprochen hat, weil sie das nicht akzeptieren kann. Das heißt, sie hat das schon irgendwie gewittert? Ja, zudem woher von anderen gehört. Wie bitte, sie hat es von anderen gehört? Ja, angeblich so, weiß ich nicht genau. Hast du denn so draußen schon offen schwul gelebt? Ja, draußen, ja. Das schon, achso, und dann ist das an die Familie durchgesickert. Ja. Und hat die Familie gesagt, deine Mama gesagt, übrigens hier, was ist das für eine Schweinerei und so weiter? Ja, so ungefähr, also sie hatte am Anfang immer erzählt, ja, ich kann es akzeptieren und hat immer so schön geredet, alles. Mhm. Und dann, wo es rauskam, hat sie mich auf
irgendeine Art und Weise eben rausgeschmissen. Er hat nicht gesagt, geh, sondern eher der Blick war da. Wie hat dein Vater denn reagiert? War der auch da? Nee, mein Vater ist Gott sei Dank nicht da. Das heißt, der würde völlig ausrasten, oder was? Also mein Vater, der wird echt mit Heugabel, Spieß und Fackel mir hinterher rennen und wie im Mittelalter so auf Scheiterhaufen bringen und sowas. So, jetzt bist du armer Kerl bei deiner Tante. Ja. Die Tante ist... ist da tolerant und die hat da keine Probleme mit? Weiß die denn Bescheid? Ja, sie weiß Bescheid. Also bei meiner Tante ist das so eine Sache. Für einen Moment akzeptiert sie das, solange sie das nicht im Kopf hat und mich nur so als kleinen Jungen eben sieht. Und wenn wir darüber reden, dann könnte sie mich in die Luft schießen. Also, So, da hast du aber einen schweren Stand im Moment im Leben. Ja, genau. Das heißt, du wirst noch viele Kämpfe kämpfen müssen und wirst unter Umständen deine ganze Familie verlieren dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Was machst du? Bist du noch Schüler oder arbeitest du schon? Nee, ich versuche jetzt auf die Volkshochschule zu gehen. Also ich habe mich da jetzt angemeldet oder... Um was da zu tun? Ich will meinen Abschluss nachholen. Hauptschulabschluss? Nee, ich will Realschulabschluss und danach Gymnasiumabschluss machen. Ja. Ja, aber dafür musst du ja irgendwo wohnen und leben. Ja, ich wohne bei meiner Tante so lange. Das heißt, du bist sicher, dass sie dich jetzt auch für längere Zeit beherbergen wird? Ja, hoffen wir mal, ne? Also ich weiß so, ich komme so lange mit ihr klar, wie wenn ich mit ihr nicht mehr darüber rede. Und wenn es dann anfängt, ich weiß nichts, ich bin dumm, das ist nicht das Wichtigste. Macht denn die Familie deiner Tante keinen Druck nach dem Motto, du darfst dem keinen Unterschlupf gewähren? Ja, das wurde am Anfang gemacht, ja. Dadurch meine Tante hatte schon davor keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter. Achso, sind das Schwestern? Ja. Ja, ja. Hatte schon davor keinen Kontakt mit meiner Mutter mehr. Wegen irgendwelchen Sachen im Geschwisterstreit, ne? Ja, aber du fühlst dich da schon relativ sicher bei der Tante. Naja, es geht, ne? Naja, es geht. Also, okay. Heißt das denn, dass auch so der gesamte, ja, auch Bekanntenkreis weggebrochen ist? So, der weitere familiäre Kreis ist völlig weg, oder wie? Viele sind weg. Viele, ich habe so gar keinen mehr Kontakt so richtig. Die einzigen Leute, wo ich Kontakt habe, sind jetzt meine... zwei Geschwister, mein einer, der Halbbruder vom Vater her eben, nicht mütterlicherseits, der wohnt in Hannover. Ja. Mit dem habe ich gar keinen Kontakt, ich habe den noch nie gesehen. Ja. Ansonsten habe ich nur mit meiner Tante, mit meiner Cousine und mit meinem Cousin Kontakt. Kennst du denn andere junge, türkisch stämmige Jungs, die auch schwul sind? Ja. Ja. Einen jetzt. Die wahrscheinlich alle das gleiche Problem haben. Ja, ungefähr. Also doch einen kenne ich noch und der hat nicht das Problem. Also weißt du, es war ja hier in Deutschland auch jahrzehntelang ein riesiger Kampf für Schwule und für junge Schwule, ihr Leben zu leben. Ja. Nun ist hier die Entwicklung Gott sei Dank so weit fortgeschritten, dass es viel einfacher geworden ist gegenüber, sagen wir noch, vor 20, 30, gar 40 Jahren. In eurer Kultur ist das natürlich alles noch ein bisschen anders. Ja. Und da zählt das wahrscheinlich zu den größten Todsünden, die man sich überhaupt denken kann. Ja, so ungefähr, genau. Ja. Ich weiß es, weil ich einen türkischstämmigen Freund mal hatte, der bisexuell schwul war und er hat mir sehr viel erzählt und ich weiß, was da los ist. Ja. Aber deswegen bewundere ich das schon, dass du bist immerhin erst 16 Jahre alt, du stehst jetzt auf eigenen Beinen und musst jetzt dein eigenes Leben durchfechten. Und man muss diese bittere Pille schlucken, eben die Eltern, die ja immerhin die Eltern sind, letztendlich zu verlieren oder für lange Zeit. Vielleicht besinnen sie sich irgendwann und sagen auch, sie wollen das Glück ihres Kindes, aber erstmal ist das nicht so. Domian, ganz ehrlich, so, ich habe meine Eltern schon verloren, schon mit 13. Wann hast du das denn gemerkt, dass du eher zu Jungs tendierst? Also ich wusste das schon irgendwie immer. Zugegeben habe ich mir erst mit 13 so. Ja, weil, also zuerst wusste ich das so, ich konnte nur nicht definieren, was es eben ist, wo ich noch ganz jung war. Später dann so Grundschule,
hieß es dann so küssen und alles dieses und das, habe ich dann eben weggedrängt und alles, ne? Jetzt werden, wir werden jetzt mal versuchen, dir noch vielleicht die ein oder andere Infoadresse an die Hand zu geben. Ich weiß nicht, ob du dich da schon informiert hast. So ja, ich hatte mich auch informiert. Ich bin auch an solchen Stellen hingegangen. Ah ja. Dennoch. Ein halbes Jahr bin ich da hingegangen. Ja. Dennoch, können wir mal gucken, ob wir noch was haben, was du noch nicht kennst, was dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen könnte. Mhm. Von meiner Seite aus Respekt, dass du deinen Weg gehst und ich wünsche dir viel Kraft und viel Power, das durchzuziehen. Und ich habe gar keine Sorge bei dir, dass du einknickst. Du machst dein Ding und gehst deinen Weg. Das finde ich toll und ich wünsche dir alles Gute dafür. Du legst bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen unserer Infogeschichten. Okay. Okay, mein Lieber. Alles Gute. Danke, tschüss. So, und hier ist nochmal der Michael von gerade in der Hoffnung. Jetzt ist hier alles weg. Ich glaube, jetzt ist unsere gesamte Telefonanlage hier zusammengebrochen. Ja, meine Regie sagt so ganz trocken, richtig. Ja, wir versuchen mal nochmal jemanden zu erreichen. Ich kann euch inzwischen ja nochmal unser Thema sagen. Morgen heißt unser Thema, dazu kann ich mich nicht durchringen. Man kann sich vielleicht auch nicht dazu durchringen, den Eltern zu sagen, dass man schwul oder lesbisch ist. Also wenn ihr im Moment in einem Kampf, in einem Konflikt sein solltet, wo ihr sagt, ich kann mich dazu nicht durchringen, ich traue mich das nicht. Ich traue mich nicht, eine bestimmte OP zu machen. Ich traue mich nicht, vielleicht meinen Eltern was zu gestehen oder mich von meinem Partner zu trennen oder mich vielleicht auch bei irgendjemandem zu entschuldigen, dann wärt ihr die genau richtigen Kandidaten für mich morgen. Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de oder eben anrufen morgen eine Stunde vorher oder während der Sendung. Näheres übrigens zu unseren Themen könnt ihr auch erfahren unter www.domian.de. Jetzt frage ich meine Regie. Jetzt haben wir einen Marc in der Leitung. Hallo Marc? Nee, ich höre noch nichts. Hallo Marc? Ja, hallo Namen Domian. Da ist er. Hallo Marc, 22 Jahre bist du. Ja, werde ich bald. Wirst du bald? Ja. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich total fußballverrückt bin. Das sagst du mir? Ja. Der mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, null. Erzähl, warum bist du... Ja, also ich habe, kannst du sagen, 24 Stunden den Fußball mit mir mit. Ja, wenn ich zur Arbeit gehe, ich muss erst weit parken, dann muss ich noch einen Kilometer zu Fuß laufen, kannst du sagen. Wie, den Ball hast du bei dir? Ja, immer. Ach. Doch. Und bist immer so am Rumtrippeln? Ja, die ganze Zeit, dann wird der Ball hochgehalten, dann wird der am Fuß die ganze Zeit jongliert. Ne, dann gehe ich mich halt umziehen und dann den Ball, zack, direkt wieder am Fuß, dann durch die Halle und die Arbeitskollegen hören mich und wenn der Ball immer auftippt. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin bei Daimler. Bei Daimler? Also ja. Im Auto, bei ja, genau, Autotechniker. Ich baue Auto. Und da darfst du den Ball mit reinnehmen in die Halle, in die Werkshalle? Ja, wir haben so eine riesen Halle, kann man sich vorstellen. So. Und dann, sobald der Arbeitsbeginn dann ist, wird der Ball in die Tasche gelegt, sodass ich ihn noch vom Arbeitsplatz aus sehe. Ja. Ne, ja, und danach Feierabend, zack, wieder mit dem Ball über die Brücke ins Auto, Beifahrersitz. Das heißt, ihr macht das richtig Laune. Ja. Also, spielst du denn auch irgendwo in der Mannschaft? Ich darf leider nicht mehr zusammen. Warum nicht? Weil ich Kreuzbandriss hatte vor ein paar Jahren. Das ist ein Ärger. Ja, und da wurde mir quasi das genommen, was ich am liebsten mache. Ich sag gerade, eigentlich, wenn man so begeistert ist, muss man eigentlich Profifußballer werden. Ja, das wollte ich schon mal werden. Ja. Ne, das war seit Kind an mein Traum. Ja. Ne, und der wurde mir dann leider genommen. Aber da muss doch jetzt die Zeit, die jetzt kurz bevorsteht, das muss doch für dich der Traum sein. Ja, ich habe auch die ganze Zeit Urlaub. Das ist mein Jahresurlaub. Hast du Karten für irgendwelche Nein, Spiele? Nein, leider nicht. Ach. Aber ich bin bei jedem deutschen Spiel im Stadion. Woher kommst du? Du in Stuttgart, oder? Nee, Mönchengladbach. Mönchengladbach, ja, also. Und seit 21 Jahren Borussia-Fan. Ja. Ne, und der Ball liegt doch im Bett zusammen. Ne, also meine Freundin sagt auch, ich hab's nicht mehr alle. Nein, der Fußball liegt mit im Bett. Ja. Auch wenn deine Freundin da ist? Ja. Und wenn ihr zugange seid, dann liegt der Ball irgendwie zwischen euch. Ja, nee, dann trittst du den schon mal raus. Ne? Dann was, liegt was ist denn wichtiger, der Ball oder die Freundin? So ziemlich gleich. Also wenn Heimspiel ist, ist Borussia und Auswärtsspiel ist Borussia. Aber wenn halt kein Borussia spielt, dann ist die Freundin an erster Stelle. Ne? Ja, aber wenn Borussia spielt, dann muss die Freundin zurückstecken. Ja. Wenn die Freundin sagt, ach, mach mir lieber, lass uns irgendwie schön Pizza essen gehen. Nee, dann das können wir danach machen. Kein Thema, ne? Nee, dann ist Fußball Nummer 1. Ja, das weißt du auch. Und sobald Fußball im Fernsehen läuft,
bin ich 90 Minuten nicht ansprechbar. So, jetzt will ich natürlich die Chance nutzen, wenn ich einen super Fußball interessierten Menschen hier an der Leitung habe. Wie ist deine Prognose für die WM, was Deutschland anbelangt? Wie weit kommen wir? Also wir kommen auf jeden Fall ins Viertelfinale. Weil wir waren immer eine Turniermannschaft. Ja. Ne, und vor 4 Jahren wurde auch gesagt, das schaffen wir nicht und die Vorrunde raus. Ja, okay, wer wird Weltmeister? Der Weg führt nur über Brasilien. So. Dein Wort in die Ohren des Fußballgottes. Wir werden es weiter verfolgen. Marc, die Sendung ist vorbei. Schön, dass wir einmal kurz reden können. Mach's gut. Kein Problem, danke. In der Technik, Stefan Weitersagen. Morgen heißt unser Thema, dazu kann ich mich nicht durchringen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ich